Ja, liebe Mainzer und Mainzerinnen, ich hoffe ja, dass wir uns bald mal sehen, wenn Corona vorbei ist. Und dann werde ich Ihnen zur Antrittslesung etwas vorlesen aus meinem letzten Roman Metropol. Aber heute, gewissermaßen so zwischendurch, lese ich Ihnen mal was vor aus einem Werk, was nicht so bekannt ist, vielleicht wie Die Zeiten des abnehmenden Lichts oder Metropol. Das ist der Roman Follower. Das ist eine Art Fortsetzung von den Zeiten des abnehmenden Lichts in die Zukunft. Da geht es um einen Enkel. Im Untertitel heißt das Ding 14 Sätze über einen fiktiven Enkel. Und ich lese ihn einfach mal zur Einführung den Klappentext vor. Das ist vielleicht das Kürzeste. Es ist ein kleiner, böser, etwas schräger Roman. Das merkt man vielleicht am Anfang nicht so. Vielleicht sogar eher oder auch für junge Leute, die ja sonst nicht so viel lesen. Ja, und worum es geht, versuche ich jetzt kurz zusammenzufassen. Und dann lese ich Ihnen einfach das erste Kapitel vor, sonst muss ich so viel erklären. Unter dem künstlichen Himmelsblau von HTUA China ist ein Mann unterwegs, um die neueste Geschäftsidee seiner Firma zu vermarkten. True Barefoot Running, also echtes Barfußlaufen, heißt das erstaunliche Produkt. Neo Schulz lebt mit Big Data in einer Welt der Genderkameras, der technischen Selbstoptimierung. Er schwimmt im Strom unaufhörlicher Informationen, Post von Friends, Nachrichten über die Hundefriseur-Weltmeisterschaft in Peking, über die erste männliche Geburt oder den Tod eines einschlägigen Eigenbrötlers und Fortschrittfeinds seines Großvaters. Neo ist fortschrittlich. Schon 39 kämpft er darum, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Aber auf dem Weg zum Geschäftstermin verschwindet er vom Radar der Überwachungsbehörden. So, erstes Kapitel. Als es ihm endlich gelungen war, die Starre des Halbschlafs zu überwinden, die Finger und schließlich den ganzen Arm zu bewegen und den Lichtschalter zu betätigen, den er instinktiv schräg hinter sich gesucht hatte, sah Schulz im Schein einer total veralteten OLED-Lampe das Fußende eines riesigen Doppelbetts, unter dessen aufgeworfener Bettdecke seine Füße zu vermuten waren, dahinter einen Bildschirm, auf dem eine weiße Fliege umherschwirrte, links eine akkurat gewählte Gardine von undefinierbarer Farbe, die die ganze Wand von der Zimmerdecke bis zum Fußboden bedeckte, sowie unmittelbar neben sich ein Nachttischchen mit einem Wasserglas, einem mattweiß beschirmten Lämpchen und einem vorsintflutlichen Schnurrentelefon, das es so nur noch in Hotelzimmern gab. Aber trotz dieser halbwegs gesicherten Anhaltspunkte, trotz der Knitterfalten seines verschwitzten Schlafanzugs im Rücken und der Trockenheit in seiner Mundhöhle, wollte sich ein Wirklichkeitsgefühl nicht recht einstellen. Das Rauschen der Klimaanlage nivellierte die Sinne. Das Flimmern der uralten OLED-Lampe gab dem Raum etwas chimärenhaft Unzuverlässiges. Und besonders die unfarbenden Gardinen kamen Schulz auf einmal unecht vor. Als gäbe es gar kein Fenster dahinter. Schlimmer noch, als wären sie in Wirklichkeit gar nicht zu öffnen. Nachbildungen aus einem unbeweglichen Material. Und dieser Eindruck wurde ihm so unangenehm, dass er das Licht gleich wieder ausschaltete. Aber auch die Tatsache, dass die ganze Chimäre durch eine winzige Schalterbewegung zum Verschwinden zu bringen war, trug nicht zur Stärkung seines Wirklichkeitsgefühls bei. Einzig die Fliege schien echt zu sein. Die fette weiße Fliege, die,
eine schwach bläulich leuchtende Spur hinterlassend, durch die Dunkelheit glitt, um auf innervierend vorhersehbare Weise gegen die Ränder des Bildschirms zu prallen und die, wie Schulz wusste, in Wirklichkeit keine Fliege war, sondern die Uhrzeit, vorausgesetzt, man war nicht leicht weitsichtig oder hatte seine Brille auf, aber Schulz war leicht weitsichtig und hatte keine Brille auf. Seine Glas lag auf dem anderen, dem entfernteren Nachttisch, wo er sie, wie er sich schwach erinnerte, abgelegt hatte aus Angst, er könnte das Wasserglas, das er für die Nacht bereitgestellt hatte, im Halbschlaf darüber kippen. Und der Aufwand, sich auf den Bauch zu drehen und über die andere Seite des riesigen Doppelbetts zu kriechen, um die Glas vom anderen Nachttisch zu holen, erschien Schulz so ungeheuerlich, dass er den Gedanken sofort wieder aufgab und stattdessen darüber nachzudenken begann, wo er eigentlich war. Womöglich rührte sein Unwirklichkeitsgefühl einfach daher, dass er keine Orientierung oder, wie er sagen würde, keine Peilung hatte. Er war buchstäblich noch nicht ganz da. Ein Zustand, der ihm durchaus bekannt vorkam. Die sekundenlange Unschärfe nach dem Erwachen, die Bilder, die ineinander übergingen, bis sich endlich ein Name, eine Ortsbezeichnung einstellte. Aber es stellte sich kein Name ein und keine Ortsbezeichnung. Er sah lediglich die Zeitfliege, die mit innervierender Stupidität gegen die unsichtbaren Ränder des Bildschirms prallte und keinen Aufschluss über seinen Aufenthaltsort zuließ. Denn die Zeitfliege gab es in zahllosen Hotels dieser Welt, nämlich in allen, die ihren Netzanschluss von Universe hatten. Es war die nicht abschaltbare Zeitfliege von Universe, und je länger Schulz auf die nicht abschaltbare Zeitfliege von Universe starrte, desto lästiger wurde sie ihm. Natürlich konnte er die Augen schließen, aber als er die Augen schloss, sah er immer noch die Zeitfliege. Schlimmer noch, jetzt hatte er die Zeitfliege im Kopf. Jetzt prallte sie von innen gegen seine Schädelwände, schwirrte durch das Innere seines Kopfes, als wäre sein Kopf ein leerer Raum, die nicht abschaltbare Zeitfliege von Universe ungehindert durchqueren konnte, was selbstverständlich unsinnig war. Trotzdem wunderte er sich und war zugleich verwundert darüber, dass er sich mitten in der Nacht plötzlich darüber wunderte, nämlich über die Tatsache, dass man das eigene Gehirn gar nicht wahrnahm, den Ort, wo das Ich sitzen müsste. Aber wenn er versuchte, den Ort auszumachen, an dem sein Ich sich befand, wanderte seine Aufmerksamkeit fast automatisch zu Mund und Nase, genauer zu Rachenhöhle und Nasenschleimhaut, wo er eine enorme, eine geradezu existenzielle Trockenheit feststellte. Und bevor er den Gedanken ganz zu Ende gedacht, bevor er etwa die seltsame Kongruenz von Trockenheit und Ich-Gefühl vollständig erfasst und einen Satz wie "Ich bin dehydriert" gebildet hatte, öffnete irgendein Neurotransmitter einen Kanal in der Membran irgendeiner Nervenzelle des für Schulz nicht wahrnehmbaren Gehirns und ermöglichte auf diese Weise den Zustrom von ein paar tausend positiv geladenen Kaliumionen, wodurch das Ruhepotenzial der Zelle aufgehoben und ein elektrisches Signal an ein Motoneuron gesendet wurde, welches wiederum ein Signal in das Muskelgewebe sandte und damit die chemische Konfiguration der Myosinmoleküle verhinderte, mit der Wirkung, dass die Filamentproteine in ungefähr 12 verschiedenen Muskeln bzw. Muskelgruppen von Neo Schulz unter Abbau von Adenosintriphosphat kontrahierten. Kurz gesagt, Schulz griff zum Wasserglas, und schon während er zum Wasserglas griff und nicht nach dem ersten Schluck, wie er sich kurze Zeit später einreden würde, um seine Ortsvergesslichkeit mit temporärer Dehydration zu entschuldigen, schon während des Griffs zum Wasserglas erinnerte sich Schulz zuerst an die Betaflux,
die er gestern Abend eingeworfen hatte, denn in Kenntnis der Nebenwirkungen des Medikaments Durst hatte er das Wasserglas vorsorglich bereitgestellt und im nächsten Augenblick an den Grund, aus dem er die Betaflux genommen hatte. Denn obwohl es sich bei dem Präparat um ein Instant-Antidepressivum handelte, benutzte Schulz Betaflux als Schlafmittel, allerdings nur ausnahmsweise, in diesem Fall wegen des zu erwartenden Jetlags. Und bei dem Gedanken an den Jetlag fiel ihm ein, etwa in dem Moment, als er das Glas an die Lippen setzte, sogar ein, wo er war. Zumindest hatte er plötzlich Bilder von seiner Ankunft vor Augen. Das futuristische Terminal, die rot-weißen Uniformen der HTUA-Polizei, die junge Frau mit der fotoidentischen Atemschutzmaske, der er nachgeschaut hatte wie einer verflossenen Geliebten. Und zusammen mit der Erinnerung an die Pharma, wie die fotoidentische Atemschutzmaske firmenintern genannt wurde, kam auch das Bewusstsein darüber, warum er dieses Mal hier war. True Barefoot Running. Termin um 10 Uhr. Und beim Gedanken an den Termin um 10 Uhr öffnete Schulz unwillkürlich die Augen und versuchte, die nicht abschaltbare Zeitfliege von Universe in eine Ziffernfolge zu zergliedern, aber die neuen, die beim Zusammenkneifen der Lieder in der Stundenanzeige aufflackerte, konnte nicht stimmen. Denn erstens war es der Dunkelheit hinter den Gardinen nachzuurteilen noch mitten in der Nacht. Es sei denn, es handelte sich tatsächlich um nachgemachte Gardinen ohne ein Fenster dahinter. Ein Gedanke, den Schulz inzwischen eher unplausibel fand. Außerdem war er ganz sicher, den Weckimpuls auf 7:30 gestellt zu haben, und er konnte sich nicht erinnern, geweckt worden zu sein. Schon gar nicht erinnerte er sich an F1, wie er die freundliche Aufwachstimmung, die er seit einigen Wochen mit Vorlieben verwendete, verschämt zu nennen pflegte. Im Gegenteil, er erinnerte sich, wenn er in Richtung Schlaf zurückdachte, an ein Gefühl von Lähmung, an ein unangenehmes, schweres Erwachen. Ein Traum, begriff Schulz. Und obwohl ihm keine Einzelheiten mehr einfielen, wusste er, dass es ein hässlicher, bösartiger Traum gewesen war, wie er ihn lange nicht mehr gehabt hatte. Allerdings träumte er kaum noch in letzter Zeit, genauer gesagt, seit er sich von dem Chip wecken ließ. Oder war etwas schiefgegangen? Hatte jemand seinen Account gehackt und seinen Weckimpuls manipuliert? Idiotischer Gedanke, wer sollte Interesse haben, seinen Weckimpuls zu manipulieren? Das war paranoid, dachte Schulz, wobei das Wort in seinem Kopf so klang, wie seine aus Bulgarien stammende Chefin es aussprach. Paranoid, dachte Schulz, und er wollte auf keinen Fall paranoid sein. Sogar wenn seine Chefin gar nicht dabei war, wollte er nicht paranoid sein. Es sei denn, Jeff hätte seine Weckzeit verstellt, dieses Arschloch. Und wenn er auch nicht ernsthaft glaubte, dass Jeff seinen Account gehackt und seine Weckzeit verstellt hatte, ja, dass Jeff technisch überhaupt dazu in der Lage war, merkte Schulz, wie er langsam über den Oberarm auf die Seite und auf den Bauch rollte und mit sonderbar raupenartigen Bewegungen über die unberührte Doppelbetthälfte zum entfernteren Nachttisch zu kriechen begann, um dort erwartungsgemäß seine Gläser zu finden, sie aufzusetzen und festzustellen, dass die Zeitfliege 6.11 Uhr anzeigte, dass die Glas ebenfalls 6.11 Uhr anzeigte, dass es also in China 6.11 Uhr war, genauer gesagt in HTUA China. Seit der Aufteilung Chinas in kommerzielle Sektoren hatten HSBC, Toyota, Universe und Alibaba eine eigene Zeitzone eingeführt, weshalb Schulz die Gleise wieder abnahm, die Decke über den Kopf zog, sich in eine embryonale Haltung hineinkrümmte und versuchte noch einmal einzuschlafen. Nicht an die Zeitpflege von Universe zu denken,
Auch nicht an den Termin um 10 Uhr, schon gar nicht an Jeff, dieses Arschloch. Aber auch nicht, jedenfalls im Augenblick, nicht an Sabena, die vermutlich gerade über die Textilmesse in Minneapolis spazierte und irgendwelchen Typen die Farbtrends und Materialzusammensetzungen der aktuellen Aimant-Kollektion präsentierte, sondern seine Gedanken auf etwas Positives zu richten, nämlich auf jene freundliche Aufwachstimmung, die ihn am anderen Ende des Schlaftunnels erwartete und die er F1 nannte, was, obwohl er es nie vollständig aussprach, ja sogar zu denken vermied, so viel heißen sollte wie Ferienstimmung 1. Denn obwohl der Hersteller des Chips, wie das Implantat fälschlicherweise genannt wurde, tatsächlich handelte es sich um drei harmlose, jeweils in den Frontlappen, den Schläfenlappen und die Amygdala eingelassene Haarelektroden. Obwohl der Hersteller bloß allgemeine Stimmungslagen versprach, die man auf eigene Gefahr generieren konnte, hatte Schulz nach einigen Wochen durch Zufall eine Impulskombination gefunden, die ihn beim Erwachen frappierend an seine Kindheit erinnerte. Hochsommer, Ferien, lange schlafen, draußen ist es schon hellichter Tag. Und wenn er sich in die Stimmung hineinversetzte, glaubte er sogar, die Tauben gurren zu hören. Und nach einer Weile war sogar dieser Geruch da, der Geruch von frisch gemähtem Gras. Trotzdem war er nicht imstande, die Szene zu lokalisieren, zumal der Geruch von frischem Gras sofort eine andere, aktuellere Assoziation hervorrief. Nicht Ferien und Kindheit, sondern Baumarkt. Schulz dachte an jene klassische Studie, erstes Semester Marketing and Communication, der zufolge der Geruch von gemähtem Gras die Meinung der Kunden über die Kompetenz eines Baumarktverkäuferteams signifikant positiv beeinflusste, was ihn zu der Überlegung führte, ob Methoden des Geruchsmarketings nicht auch bei der Vermarktung von True Barefoot Running einsetzbar wären. Natürlich nicht am Produkt selbst, das ja in gewisser Weise immateriell war, aber bei den produktbegleitenden Fußbändern, deren Einführungspreis er immer noch für überzogen hielt, was ihn wiederum an den bevorstehenden Termin denken ließ, an die Chinesen, denen er gegenüber sitzen würde und die, wie er aus Erfahrung wusste, immer in der Überzahl waren, die nie schwitzten und stets undurchschaubare, versteinerte Gesichter zur Schau stellten. Und bei der Vorstellung von den niemals schwitzenden, versteinerten Chinesen, die stets in der Überzahl waren, hatte er auf einmal das Gefühl, dass er nichts in der Hand hatte. Absolut nichts. Nur Imageprospekte, Statistiken, Factsheets, die er durchaus überzeugend fand, solange seine Chefin redete. Aber wenn er an die niemals schwitzenden, versteinerten Chinesen dachte, erschien ihm das alles auf einmal vollkommen irrelevant. Was verkaufen wir eigentlich? Dachte Schulz, während er spürte, wie ihm der Schweiß austrat. Das war's erstmal.